Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zu Patch 8.12. Fangen wir gleich mal an. Yeah. Beginnen wir mit Elise. Riot gibt ihr ein klein bisschen Power auf die W, insgesamt ein Damage Buff von 5 bis 25 je nach Skillstufe und bufft ihr Movement Speed sowohl in der Menschenform als auch in der Spinnenform um 5. Ein Ausgleich für die Änderung an Runic Echo, doch tatsächlich sind diese Änderungen extrem geil für sie. Sie braucht im Prinzip oder hat nie das Movement Speed von Runic Echo gebraucht und hat jetzt auf Runic Echo wesentlich mehr AP. Da Elise ein Early Game Jungler ist, kauft sie sich im Prinzip auch immer ganz gerne mal Moby Boots in der Early Phase, wodurch sie ein klein bisschen mehr Pressure hat. Dass sie jetzt noch mehr Movement Speed hat, kommt ihr nur entgegen. Ezreal hat während dem Patch 8.11 schon ein paar Nerfs bezüglich AD per Level und Attack Speed Bonus von der Passiven bekommen, da jetzt hier nur noch 10% pro Stack Attack Speed gewährt werden und nicht mehr eben skalierenderweise. Doch nun reduziert man auch noch seine Rüstung um 3. Damit wird er overall geschwächt. Ist klar, nicht nur Laning Phase, wo er mal eher ein Opfer wird für Poke, sondern auch in späteren Phasen, wenn er mal ein schlechtes Positioning hat. Man lässt aber ihm trotz allem die Double-Tier-Spielweise und geht praktisch nur ein paar Schwächen bzw. kleinere Punkte an, damit man dem Spieler immer noch die Gelegenheit lässt, dass er eben diesen individuellen Weg wählt. Kindred, die ja immer noch ein bisschen an den Jungle-Änderungen zu knabbern hat, bekommt weitere Buffs. Ihr Attack-Speed per Level wird auf 3,5 angehoben und ihre Q gibt nach Aktivierung nun 25% Bonus-Attack-Speed statt wie bisher nur 10%. Außerdem erhöht man den Schaden der Ewigkeit um 15. Das ist, falls jemand nicht weiß, die Markierung durch den Wolf, welche eben einen auch noch ein klein bisschen slowt. Das heißt, nicht nur, dass sie eben mehr Attack Speed bekommt, was ihr natürlich in allen Punkten hilft, bezüglich Jungle Clear Speed etc. pipapo, ist ja auch in den einzelnen Situationen bei den Ganks jetzt stärker ausgerüstet. Auch Lee Sin muss ein klein bisschen nachgebufft werden. Immer noch die Geschichte, dass die Trinkets Cooldowns angehoben wurden und die Trinkets jetzt ja praktisch länger stehen. Der Cooldown der W-Fähigkeit geht um 2 Sekunden runter und der E-Grundschaden wird um 10 bis 30 angehoben, je nach Skillstufe. Das heißt, nicht nur ist Lee Sin jetzt ein klein bisschen mobiler und kann Leute eigentlich generell auch besser schützen durch das W-Schild, sondern er macht eben auch eben mehr Schaden. Riot möchte offensive Spielweisen bei Poppy unterstützen und bufft sie daher nach den letzten Anpassungen ein klein bisschen. Die Passive klingt ab Level 7 und Level 13 um 1 bzw. 2 Sekunden schneller ab und die Q-Fähigkeit, so gesehen Poppys Hauptspell, hat nun 1 Sekunde weniger Cooldown auf allen Stufen und skaliert 10% besser mit Bonus-AD. Das ist allerdings sowohl bei dem Aufschlag als auch bei der Explosion. Das heißt, insgesamt ist es dann doch wiederum ein Buff um 20% Bonus-AD. Rumble ist eigentlich recht selten nur noch zu sehen und verdient daher auch ein paar Buffs. Das Schild für kurze Trades wird von der Grundstärke um 20 angehoben und skaliert ab sofort mit 50% AP und seine Ultimate wird mit absolut toxischen Werten gebufft. Der Schaden wird um 50, 125 und 200 angehoben und die Skalierung geht von 150% auf 175%. So ein normaler Rumble ist dann mit Stufe 16 und ein paar Items locker mal dazu in der Lage, dass er 2000 Schaden anrichtet, wenn die Ultimate komplett durchgeht. Jetzt muss man nicht mal unbedingt nur sagen, ja, das ist extrem hoher Schaden an Champions. Nein, natürlich ist auch Rumble dann in der Lage, so Objectives wie Baron oder Drache ein klein bisschen besser zu safen, sollte man die Ultimate für diesen Fall noch bereit haben. Kommen wir zu interessanten und beunruhigenden Änderungen bezüglich Sejuani. Ihr eisbrechender Angriff auf Ziele, die von der E-Fähigkeit betroffen sind, also eingefroren wurden, bekommen nun 10 bis 20% Schaden, abhängig vom maximalen Leben des Ziels. Und neu ist auch, dass Belagerungsvasallen praktisch eingefroren werden können und eben diesen Schaden erhalten. Die E-Fähigkeit hingegen macht nun 10 bis 30 mehr Schaden, je nach Skillstufe, wenn man eben jemanden einfriert und erhält einen Buff von 30% AP-Skalierung, sind jetzt 60% Verwertung. Gleichzeitig wird der Cooldown auf nicht Champions entfernt, das heißt im Prinzip kann Sejuani jetzt das Jungle Monster 2-3 Mal freezen und eben auch den Schaden zufügen, deswegen reduziert man den maximalen Schaden auch von 400 auf 300, aber ich denke mal alles in allem ganz cool für sie, dass sie eben jetzt auch so Gromp und Krabbe und so weiter gleich wieder einfrieren kann und somit da auch mehr Schaden macht. Die W-Fähigkeit bekommt auch nochmal einen Buff, heißt im Endeffekt, sie kostet 15 weniger Mana und der erste Schwung bekommt eine 20%ige AP-Skalierung obendrauf und der Stoß, die zweite Instanz, bekommt eine 60%ige AP-Verwertung. Das heißt, ein klein bisschen profitiert Sejuani jetzt auf jeden Fall von AP, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt viel baut, so ist doch bei Runen und bei dem ein oder anderen Item klein bisschen was dabei. Infernal Drakes, Baron dürfen wir bei all dem nicht vergessen.
vergessen. Eisige Zeiten brechen an, wir müssen uns auf sie gefasst machen. Die Trend-Junglerin Talia erhält in diesem Patch weitere Anpassungen nach den Mid-Patch-Nerfs. Heißt im Endeffekt, ihre Q-Fähigkeit verursacht nun nach dem ersten Stein gegen Champions nur noch 50% Schaden für jedes weitere getroffene Geschoss. Das heißt, mit dem ersten Geschoss macht ihr von mir aus 40 Schaden und mit jedem darauffolgenden macht ihr nur noch 20 Schaden. Der Clear-Speed allerdings, betrifft im Prinzip nur Champions, der Clear-Speed gegen Jungle-Monster ist weiterhin unangetastet gut und sie bleibt also weiterhin noch in der Meta, aber eben, sie ist bei Ganks jetzt nicht mehr so gefährlich, wobei man auch sagen muss, es sind jetzt nur 50%, davor waren 60%. Also der Nerf ist fast schon minimal, muss man sagen. Yorick bekommt aufgrund von Itemänderungen, die ich später noch erwähnen werde, einen kleinen Buff. Die Cooldown seiner Q-Fähigkeit geht auf höheren Stufen runter. Das heißt, der Cooldown sinkt auf Stufe 5 der Fähigkeit auf 4 Sekunden. Ein Bug, also ein Fehler von Shin, den ich praktisch im Yasuo ADC-Video angemerkt habe, wurde nun repariert. Der Stormracer funktioniert nun wie geplant mit dem vierten Schuss von Shin. Kommen wir zu generellen Änderungen bezüglich einiger Schild-Supporter. Jannas Schild fällt nun nach 0,75 Sekunden langsam ab. Das bedeutet, das Schild verliert einfach nur an Stärke. Weiterhin gibt Jannas Schild AD auf den gebufften Champion. Sinn dahinter ist, dass das Schild leichter zu clearen ist, da es so lange AD gewährt, wie das Schild auf dem Champion liegt. Das heißt, die ersten 0,75 Sekunden ist die volle Schildpower vorhanden und danach decayt eben die Schildpower, damit eben der Gegner es etwas leichter clearen kann. Die Schilddauer von Karma, Lulu und Orianna wird auf 2,5 Sekunden reduziert, damit man das Schild einfach ein bisschen mit mehr Hirn benutzen muss und dass es nicht ein Dauerspell ist, denn zum Beispiel das Schild von Lulu hielt 6 Sekunden auf dem Champion, da hat man das Ganze einfach durchgespammt, das war einfach toxisch. Bei der Lulus E allerdings, da bleibt weiterhin die True Sight auf dem Gegner, wenn man das Ganze offensiv verwendet. Das sind weiterhin 6 Sekunden, wo man den Gegner praktisch sehen kann. Zu den Nerfs der Schilddauer werden auch einige Items der Heal- und Schildpower gewährt haben, von ihrer Stärke reduziert. Dazu gehören zunächst das Forbidden Idol. Hier wird die Cooldown Reduction halbiert und die Heal- und Schildpower auf 5 reduziert. Der Arden Sensor und das Redemption verlieren je 2% Heal- und Schildpower und das Mikaels verliert satte 5% Heal- und Schildpower. Am härtesten wird dieser Nerf vermutlich Champions oder Spieler treffen, die gerne zwei Items wie Redemption und Ardens gebaut haben, da das Redemption zum Beispiel von Heal- und Schildpower in dreifacher Weise auf die Active profitiert hat. Und Champions, die gerne auch einfach alle drei Items mitgenommen haben, wie Soraka zum Beispiel, da die Synergie einfach enorm gut ist, die wird natürlich da auch ein klein bisschen an Prozent Winrate verlieren. Als Ausgleich wird das Affins Unholy Grail gebufft. Hier werden ab sofort 35% des Vorabzugsschaden als Blutladung verwertet und die hat man dann praktisch als zusätzlichen Heal bei Heal- und Schildfertigkeiten anzuwenden. Somit sind Champions wie Nami und Sona, die jetzt halt von den Heal- und Schildpower-Nerfs nicht ganz so hart betroffen sind, aber ganz gerne mal das Affins gut nutzen konnten, von den Änderungen, also die sind da, ich würde fast sagen, unbeeindruckt. Denn eine Nami mitunter kauft sich manchmal einfach gar nichts davon, von eben Ardents oder Redemption oder sonst irgendwas und geht direkt nach den Support-Item und nach den Schuhen halt auf den Affins, weil es bei ihr einfach super ins Kit passt. Also die werden nicht ganz so hart betroffen sein, aber natürlich das hirnlose Schilden ist jetzt tatsächlich eingeschränkt. Die nächsten Item-Änderungen, beziehungsweise Änderung ist blöd gesagt, das Kommando-Banner wird entfernt, da es einfach zu schwer zu balancen ist. Das heißt, Tank-Supporter müssen nun nach dem Sailcase wirklich wieder defensiv gehen, in Richtung Knights WoW oder eventuell tatsächlich auch Iron Solari, oder sie kaufen sich für den Push einfach das Zero-Portal. Vielleicht könnte das tatsächlich der nächste Trend werden. Auch wenn das Portal wesentlich teurer ist, so gibt es doch enorm gute Tanksets, die man als Tank-Supporter gut brauchen kann. Und man hat dann eben nochmal den Side-Push. Aber das Kommando-Banner an sich ist einfach ein Item gewesen. Entweder es hat sich keiner gekauft, weil es seltsam war, und es haben sich jetzt einfach alle gekauft, weil es zu stark war. Also man findet hier keinen guten Mittelweg, deswegen wird es erstmal entfernt. Man sagt aber, wenn man irgendwann mal wieder den Punkt findet, dass man das Ganze angehen kann, dann wird man vermutlich etwas in der Art wieder reinbringen wollen ins Spiel. Sterax gibt ab sofort nicht mehr 50% der Base-AD als Base-AD obendrauf, sondern wird nun als Bonus-AD gewertet. Das ist ein Nerf praktisch für alle Sterax-Trinity-User, wie eben Yorick, der aufgrund dieser Änderung eben schon mal einen Buff erfahren hat. Viele Champions skalieren aber auch gut mit Bonus-AD.
Bonus-AD, wodurch das bei vielen Champions kein richtiges Problem ist. Doch bei Yorick ist im Prinzip so gut wie keine Bonus-AD mit drinnen, deswegen hat man ihm eben jetzt schon mal hier den Buff gegeben. Ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass noch der ein oder andere Champions da im nächsten Patch ein paar Änderungen bekommt, die man eben vergessen hat, aber so vorneweg ist eben jetzt erstmal die, die Bonus-AD gut verwerten können, die profitieren jetzt von Stärks ein klein bisschen besser. Kleiner Bugfix beim Maw of Momortis, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das ganze Ding war verbuggt. Das heißt, wenn ihr den Hextrinker ausgebaut habt auf dem Maw of Momortis, dann habt ihr nur noch 3 Sekunden lang euer Magieschild gehabt, wenn das eben geprockt ist. Jetzt sollte es tatsächlich nach dem Bugfix wieder 5 Sekunden lang halten. Kommen wir noch zu 2 Runenbuffs bzw. Änderungen. Celerity aus dem Sorcery Tree gewährt nun nur noch 1,5% Bonus Movement Speed. Dafür wird der Bonus von AD bzw. AP durch Bonus Movement Speed verdoppelt. Gewährt also nun 9,6% AD bzw. 16% AP. Dadurch ist diese Rune eine sehr solide Wahl geworden, um an AD zu kommen. Denn wenn man eben seine Schuhe hat und vielleicht das ein oder andere Item durch Bonus Movement Speed, vielleicht den Cloud Rag oder sowas, dann kann man hier schon relativ respektable AP-Werte bekommen. Auch wenn man immer sagt, Celerity ist die absolut sicherste Rune in dieser Reihe. Die anderen beiden, Transcendence, ist eher so der skalierende Weg und absoluter Fokus ist der High-Risk, High-Reward-Weg. So ist jetzt Celerity zu einer sehr soliden und starken Wahl geworden. Die weitere Rune ist Hail of Blades, eine neue Rune, die wir ja jetzt erst seit einiger Zeit haben. Ist eine Keystone-Rune im Domination Tree. Diese wird gebufft. Sie gewährt nun für die ersten 3 Auto-Attacks, nachdem man eben angreift, 75 bis 125% Bonus Attack Speed, abhängig von der jeweiligen Stufe. Das Ganze kann weiterhin den Attack Speed overcappen und das Ganze ist weiterhin außerhalb des Kampfes nach 5 Sekunden wieder bereit. Und die letzte News, wenn auch ein klein bisschen am Rande, das neue Tutorial wird langsam ausgerollt. Anfangs nur für einige neue Spieler, werden wir aber schon bald in den Genuss des neuen Tutorials kommen. Das heißt, es wird keine Ash mit Thornmail mehr empfohlen. Ist schon mal ein guter Anfang. Wir werden mal sehen, wie es wird. Und damit war es das dann auch schon wieder. Im Prinzip etwas kleinere Änderungen an Anpassungen. Keine unbedingt kernrelevanten Sachen, außer eventuell die Heal- und Schild-Supporter. Doch auch dieser Trend war im letzten Patch schon abzusehen, da die ADCs ja im Prinzip geändert wurden, haben offensivere Supporter die Oberhand gewonnen und das Ganze wird sich jetzt noch ein klein bisschen weiterentwickeln. Von dem her möchte ich auch nochmal auf meine Tierliste verweisen. Findet ihr in der Infokarte aus dem Patch 8.11. Diese wird jetzt auch noch weiterhin für die nächsten Patch gültig sein. Das heißt, offensive Supporter sind am Drücker und die Engage-Supporter sind natürlich dann auf der anderen Seite als Countermöglichkeit, um das Ganze zu unterdrücken. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Erfolg noch beim Climben und bis zum nächsten Mal.